Machen wir erstmal ein bisschen Theorie, bis Stuhlsen da ist. Also heute geht's darum, ich habe mir überlegt, dass wir das ein bisschen aufteilen werden, Chat. Wir werden jetzt die nächsten paar Tage oder die nächsten Wochen werden wir mal so ein bisschen theoretisch das Rennfahren behandeln. Ich möchte extra davor immer noch mal sagen, ich bin nicht der beste Rennfahrer der Welt und alles, was ich sage, muss richtig sein. Ich möchte nur mit euch mein Wissen teilen, was ich die letzten, ich sag's jetzt mal, 1000 Stunden mir angeeignet habe, um euch vielleicht den Einstieg zu vereinfachen und vielleicht könnt ihr damit irgendwas mitnehmen, was euch im eigenen Rennen dann sozusagen in Erinnerung kommt. Heute, weil wir am Wochenende ein sehr, ja, ich sag mal, durchwachsenes Rennen hatten, werden wir uns mal mit den blauen Flaggen beschäftigen. Ist ein super komischer Einstieg, aber ich habe so das Gefühl, dass das ein sehr, sehr grundlegendes und wichtiges Thema ist, da es dort immer zweierlei Ansichten gibt. Also, es gibt die Ansicht, bei blauer Flagge muss sich derjenige, der überrundet wird, direkt irgendwohin verdrücken und verschwinden. Also sich quasi in Luft auflösen. Das ist, wäre so theoretisch die Formel-1-Variante. Weil in der Formel 1 ist es so, dass man schon Platz machen muss, direkt, wenn derjenige auftaucht. Das ist hier in ACC nicht so. Also es ist nicht Pflicht, direkt sich in Luft aufzulösen. Hier ist es so, dass der Schnellere den Langsameren überholen sollte. Oh, Stuhl sind von mir an. Moment. Spaß mit Flaggen. Episode Dizzy heute. Mit Stargast Stuhlsen. Hallo Stuhlsen. Kann ich bei dir heute einen Führerschein machen? Hallo? Okay, ich höre dich nicht. Dann erzähle ich einfach mal weiter. Also. Ja, wieso? Jetzt höre ich dich. Oh ja. Moin. Das ist übrigens Stuhlsen, mein Teamchef bei Heat, Moderator und guter Freund. Hallo, Chat. Schön. Aber du bist gerade bei den einleitenden Worten, ne? Ja, genau. Ich bin bei den einleitenden Worten und dann gehen wir ein paar Szenarien durch. Also bei der GT3 ist es so, der Langsamere muss sich nicht in Luft auflösen. Muss er nicht. Hier kommt es aber zu dem Punkt, wo beide miteinander zusammenarbeiten sollten. Und zwar sollte man aus dem, okay, ich habe zwar blaue Flagge, aber ich muss nicht Platz machen, der muss mich überholen. Und aus der anderen Perspektive, derjenige muss sich sofort verpissen. Also derjenige, der den blauen dann überholt. Ein gesunder Mittelweg wäre dort eine Möglichkeit. Und das ist auch immer die, die ich zum Beispiel anstrebe. Und der gesunde Mittelweg ist für jeden anders. Der eine fühlt sich komfortabel in der Boxengasse, jemanden durchzulassen. Wir machen gerade Theorie-Torben, wir fahren noch nicht los. Der eine fühlt sich komfortabel, denjenigen in der Kurve durchzulassen. Andere wiederum fühlen sich in der Lage oder gut, Leute auf den Geraden durchzulassen. Und das ist für jeden unterschiedlich. Ich würde empfehlen, immer die Leute durchzulassen, wo man sich wohlfühlt. Dann gibt es aber auch spezielle Beispiele, wie zum Beispiel, hinter dir kommen P1 und P2 an. P1 und P2 sind sehr nah beieinander und sie fighten gerade. An dieser Stelle würde ich persönlich empfehlen, aufgrund des Stresses, der dadurch entsteht, die Person schnellstmöglich vorbeizulassen. Ich weiß, dass es am Anfang schwierig ist, einen Überblick zu haben. Geht das nicht? Nee. Geht das nur, wenn das Auto an ist? Ach so, Moment. Dass man zum Beispiel hier unten links die Übersicht auf hat und das sollte man als Fahrer auch immer ein bisschen im Blick haben. Wer ist hinter dir? Wer ist vor dir? Dass du dich ungefähr darauf einstellen kannst, Leute durchzulassen. Wenn du das nicht kannst, ist das nicht schlimm, aber dann solltest du jemanden haben, der das sich für dich anguckt. Weil, wenn du nämlich sowas wie wir jetzt am Wochenende hatten, den spaßigen Honda, der
zum Beispiel auf der Rennlinie in einer riesigen Kurve mit Warnblinkanlage uns nicht durchgelassen hat, ist das regelkonform, aber richtiger Bullshit. Weil dann bist du nämlich auch einfach mal ein Arsch. Punkt. So. Und so zu den theoretischen Worten. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Praxis rein. Wir nehmen uns jetzt mal Stuhlsen und fahren mal kurz über den Kurs. Weil ich habe hier nämlich ein, zwei Dinge im Kopf gehabt, worüber wir mal kurz sprechen anhand von Fallbeispielen. Ist da auf dem Server drauf? Ich bin drauf, ja. Low tire pressure, stay away. Willst du dir vielleicht noch ein paar frische Reifen holen, weil die sehen ein bisschen eisig aus? Wir fahren langsam. Okay. Ich fahre ja außen an sich. Bist du in der Box oder wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Warum stehe ich denn bei dir da nicht? Weiß ich nicht. Fahr mal raus vielleicht. Ah, jetzt habe ich dich gesehen. Ja, ich höre dich auch. Lass mal bis Camel Strait zum Ende durchfahren. Ja. Aber langsam. So. Jetzt machen wir das mal als Beispiel auf der Camel Strait. Warte mal kurz, brems mal ab. Das hier ist ja nur ein sehr, 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 sehr langer Bereich. Ne? Also hier ist ja schon ein bisschen Platz, wo man Leute vorbeilassen kann. Was hier bei einigen Menschen oft nicht im Hinterkopf ist, dass einige Fahrzeuge auf den Geraden schneller sind als andere. Beispielsweise, wenn wir jetzt den Bentley nehmen würden und den Ferrari, würde der Ferrari auf der Geraden schneller sein. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Ferrari Stuhlsen überholen würde auf der Geraden, dann komme ich da easy vorbei. Andersrum aber nicht. Das heißt also, sagen wir mal, Stuhlsen kommt hinter uns aus der Orange raus und ist aber langsamer als ich und weiß, vor mir kommen noch viele Kurvenkombinationen und Stuhlsen wäre aber der schnellere Fahrer. Das heißt, er überrundet mich. Ist oft in den Fällen so, dass die Leute von den Rundenzeiten her schneller sind. Das bedeutet, dass sie ja irgendwo die Zeit wieder rausholen müssen, die dir quasi fehlt. Und das passiert nicht auf den Geraden, sondern in den Kurven. Das heißt also, wenn du jetzt hier in Spa, hast du die lange Gerade, lass mal weiterfahren, hättest du hier die Möglichkeit, wenn du eine Gaseingabe machst, und die ist nur so, wenn ihr jetzt mal unten rechts darauf achtet, das wäre nur so, also 90%, hast du immer noch weniger Beschleunigung und Stuhlsen könnte theoretisch an mir vorbeigehen und du verlierst weniger Zeit. Also wäre hier zum Beispiel eine super einfache Möglichkeit, mit einem bisschen Lupfen oder ein bisschen früher schalten, ihn vorbeizulassen. Einfach höher schalten, so dass man nicht so schnell durchbeschleunigt. So. Was einige aber machen, weil die schnellen Boys, die können ein bisschen später bremsen. Das heißt also, sie gehen hier ein bisschen später auf den Pinsel als du und dementsprechend kommen sie sehr nah an dich ran. Was viele dann hier machen, zum Beispiel in dieser Kurve, sie wählen diese Linie aus und fahren hier hin. Kannst du mal neben mich kommen, bitte? Ja. Wählen diese Linie aus. Stuhlsen würde jetzt quasi Rennlinie fahren und ich fahre außenrum. Was hier außenrum aber passiert ist, dass diese Linie für dein Auto sehr instabil wird. Manche Menschen können diese fahren, andere Menschen können diese nicht fahren. Das heißt also, wenn du als ich werde überrundet und ich sag mal, du bist ein bisschen unerfahrener, ist diese Route für dich nicht gut. Weil erstens, du kommst hier hoch, du hast die G-Kräfte auf deinem Auto wirken und du machst die nächste Kurve für dich viel, viel weiter, als sie eigentlich sein muss. Das heißt also, könntest du ihn vor der Geraden mit ein bisschen Lupfen einfach weglassen. Also du könntest ihn einfach vorbeiziehen lassen und dir den Stress sparen. Selbiges gilt für diese Kombination hier, weil die ist sehr schnell. Du beschleunigst sehr, sehr schnell raus. Hier kannst du zum Beispiel auch keinen vorbeilassen. Bei der nächsten aber, was man machen kann zum Beispiel, was auch relativ gut funktioniert, wenn man, sagen wir jetzt mal, Stuhlsen wäre hinter mir sehr, sehr schnell. Wir gehen jetzt mal von dem normalen Bremspunkt aus, der da vorne ab dem Curb beginnt. Dann könntest du zum Beispiel schon hier bremsen. Nicht volle Esse, sondern vielleicht so drei Viertel. Und du weißt aber, dass jetzt dein Fahrer hinter dir, seinen Bremspunkt benutzen wird. Das heißt, er kommt ja schneller an dir vorbei
fahr mal ein Stück vor. Das heißt, du stehst auf der Bremse. Er kann weiter seine Linie fahren. Und du fährst einfach hinter ihm her. Und du kannst dich hinter ihm einfach einreihen. Und dann ist das gegessen. Was man hier aber auch machen kann, wir könnten jetzt auch außen bleiben und ihn innen vorbeilassen. Wenn du dich dafür, wenn du dich dann komfortabel fühlst. Blinken machen wir gleich. Wenn du dich komfortabel fühlst. Und das musst du als Fahrer oder als ich werde überrundeter, musst du das halt für dich einschätzen, wo für dich am wenigsten Stress ist, ihn schnellstmöglich vorbeizulassen. Also wenn jetzt jemand 3 Sekunden hinter dir ist, musst du nicht in die Bremse gehen. Wenn du aber merkst, okay, er ist 1 Sekunde hinter mir, dann musst du schon demnächst mal überlegen, wo du ihn vorbeilassen kannst an der Stelle. Weil wenn er 1 Sekunde da ist, wird er wahrscheinlich auch über die Runde voraussichtlich auf dich zukommen. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du natürlich weiter vorne wegfahren, logischerweise. Ich würde da nochmal kurz reingrätschen. Mach das. Ich würde in der Regel nicht auf der Ideallinie früher bremsen als normal, weil das ist eigentlich so immer der Fehler, den viele machen, dass man eben auf der Ideallinie fährt und sich denkt, ich bremse jetzt früher, dann kann der mir vorbeifahren. Weil wenn ein schnellerer Fahrer von hinten kommt, gibt ja genug, die dann halt auch nah auffahren natürlich, um ein bisschen Druck aufzubauen. Und wenn dann jemand einfach völlig unerwartet viel früher bremst, als man das eigentlich tun würde, dann ist es eher kontraproduktiv in dem Fall. Da kommen wir dann zu dem Blinken, das ist richtig. Weil dann kannst du nämlich vorher anmerken, wo du lang fährst oder ob du ihn vorbeilassen willst. Das stimmt, das ist richtig. Wenn du dann, du kannst natürlich auch an der Stelle, hättest du auch auf die andere Linie gehen können, logischerweise, das geht auch. Das mit dem Anbremsen ist ein guter Punkt. Also da könnt ihr dann signalisieren, wenn ihr möchtet, mit dem Blinker, also du willst links fahren, also bremst, also machst du den Blinker links an, das heißt, er kann rechts vorbeigehen. Das ist an der Stelle auch möglich. Ansonsten, wenn du das so machst mit dem später Bremsen beispielsweise, kannst du auch deinen Bremspunkt verschieben und nimmst die Kurve einfach außen und machst innen auf sozusagen. Also du kannst ihm ja dann signalisieren, dass du ihn durchlassen möchtest. Also entweder setzt du einen Blinker oder du nimmst wirklich die Linie so weit außen, dass er in die Mitte reindeifen kann. Hier zum Beispiel ist auch so eine Kurve, da würde ich ihn auch nicht unbedingt vorbeilassen. Hier auf der Geraden könnte man das wieder machen. Also man muss jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, ins Gras hüpfen, sondern da, wo man sich selber komfortabel fühlt und dem anderen sozusagen signalisieren mit dem Blinker. Also ich fahre links, blinke links oder ich fahre rechts, blinke rechts und lässt ihn dann vorbei. So, wenn wir jetzt mal eine Runde knattern würden, sagen wir einfach mal, lass mal kurz bis zu Bastop fahren. Das ist ja auch immer so eine Kurve. Erstmal da ankommen mit den Reifen. Die sind sehr kalt. Hier könnte man zum Beispiel auch Leute vorbeilassen. Das geht auch super. In der nächsten Kurve zu zweit durchfahren würde ich eher vermeiden, würde ich sagen. Kann man machen, muss man aber nicht. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel seht, dass Stuhlsen, sag ich mal, ich mach das jetzt mal für Stuhlsen, ja? Also ich blinke jetzt mal links, ich signalisiere Stuhlsen, dass ich vorbei will und dann lasse ich mich aber weiter rollen, nehme die Außenbahn, Stuhlsen geht rein, ich kann mich hinten ranhängen und los geht's. Super easy. Und er ist durch. Jetzt lass mich mal auf der anderen Seite vorbei. Nee, fahr weiter. Lass mich mal vorne vorbei. Okay, du musst ja jetzt nicht mehr bremsen. Aber hier kannst du das genauso machen. Ich fahre außen, Stuhlsen fährt in. Und dann hänge ich wieder hinten dran und habe nicht wirklich viel Zeit verloren. So, jetzt ist natürlich, muss man sich ein bisschen einpendeln. Ich weiß gar nicht, ob ich den im Standard-Setup hochkriege. Nein, das weiß ich auch nicht, Bentley. Oh, geht's? Ja, geht. So, jetzt hast du mich mal nochmal vorbei. So, Stuhlsen sitzt nicht auf der Bremse, aber er geht ein bisschen runter, lässt mich durch, spitzmäßig. Jetzt kann Stuhlsen sich wieder hinten ranhängen. So, jetzt lasse ich Stuhlsen oben nochmal vorbei. Logischerweise ist das jetzt angekündigt, aber... Oh, oh. Okay, so, ich hau jetzt meinen Blinker nach links. Das heißt, ich lasse Stuhlsen vorbei.
stehe auf dem Pinsel, Stuhlsen geht innen vorbei, ich schalte auf einen Einser, dass ich noch ein bisschen langsamer werde, hängt mich sofort hinten ran, Blinker aus, noch ein bisschen Warnlicht für die Keks und dann fahre ich wieder durch. Und das ist super, super einfach. Fahr mal einfach weiter. So, hier ist alles so semi. Jetzt könnte man hier auf der Geraden, könnte man zum Beispiel nochmal lupfen, wenn man möchte. Also wenn er gut durchkommt. Oder dann nachher nach Piff Puff. Ei, ei. Ganz kalt hier. Okay, jetzt wäre auf jeden Fall, hätte ich die blaue Flagge. Ich komme gar nicht hinterher. Vor allem, weil ich von außen fahre. So, jetzt wäre halt wieder so ein Punkt. Hier kannst du dich wieder ranhängen. Jetzt kommst du natürlich mit ordentlich Schmackes kommst du an. Schulzen geht nach links, schaltet vielleicht ein bisschen früher hoch, lässt mich vorbei, nutzt den Windschatten und hängt sich sofort wieder ran. Und das ist das ganze Geheimnis von Überrundung, womit du dir selber viel, viel weniger Stress einheimst. So, wenn wir jetzt hier nochmal auf das Beispiel gehen. Ich habe Blinker links gesetzt, ich bleibe auf der Linie. Fahr außen, bremse ab, häng mich hinten ran, habe ihn durchgelassen. Keiner hat wirklich Zeit verloren, also wirklich nicht viel. Und dann ist das Ding geritzt. Das ist wirklich das Einfachste, das ist das Einfachste von der Welt. Also du musst nicht den Anker schmeißen. Ihr Stuhlsen macht jetzt Innenplatz. Außen meine ich, ich kann innen fahren. Und jetzt hängt er wieder hinten dran. Und das ist wirklich alles. Also mehr steckt da hinter diesem System gar nicht dahinter, dass Menschen... sinnvoll. Oh Gott, nee, den kriege ich nicht. Doch, den kriege ich. Dass Menschen sinnvoll, also wenn wir das jetzt so sehen, guck mal, ich gehe in den sechsten Gang. Ich mache dreiviertel Gas. Schulzen kommt an. Hab nicht viel Zeit verloren. Drück Pinsel durch, häng mich hinten dran und fertig ist. Mehr ist das nicht. Das ist super, super simpel. So, und jetzt kommt aber der Punkt dazu. Ich bleib jetzt stehen übrigens. Ich bleib kurz stehen. Jetzt kommt aber der Punkt dazu, warum ich vorhin sagte, wenn du selber nicht so viel Erfahrung hast, ne? Also wenn du die Autos per se nicht großartig auseinanderhalten kannst, dann bringt es dir immer was, wenn zum Beispiel jemand dabei ist, wenn du alleine bist. Ne? Sagen wir jetzt mal, ich hätte nicht so viel Erfahrung, Stuhlsen wäre da und Stuhlsen guckt auf die Zeit, also der hat unten die Übersicht und sieht und sagt, ey, Maga, hinter dir kommt jetzt blau. Also nee, hinter dir kommt jetzt, weiß nicht, P1 oder P2 oder P3. Achte mal ein bisschen da drauf, hab das mal ein bisschen im Blick und lass dir mal durch. Und dann kannst du dir selber ja schon einen Plan schmieden, wo du dich selber halt komfortabel fühlst. Also komfortabel im Sinne von, wenn du jetzt beispielsweise, sagen wir mal, wenn du dich Busstop komfortabel fühlst, weil du bist Busstop schon sehr, sehr viel gefahren, bist du schon sehr viel gefahren, dann kannst du für dich entscheiden, okay, Busstop kann ich einschätzen, wie viel ich bremsen muss und dann lasse ich ihn einfach durch. Wenn du das noch nicht kannst, mach das einfach auf der Geraden. Schalt einfach fix hoch, also so, dass du den Motor nicht voll ausdrehst in die hohen Drehzahlen. Schalt einen Gang hoch, mach langsamer, lass den vorbeiziehen, du ziehst hinten drin und dann fährst du einfach geradeaus. So. Das war jetzt an der Stelle Spar. Jetzt machen wir noch mal kurz Monza. Weil Monza war ja, ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo man das machen kann. Ich stelle noch mal ganz, ganz schnell um. Was ja hier auch immer ganz wichtig ist, so, ist ja die Kommunikation auf der Strecke. Also es ist ja nicht nur außerhalb von Rennen so, dass Kommunikation wichtig ist, sondern auf der Strecke. Und dass man halt kommuniziert, was man macht. Man kann natürlich mit dem anderen Fahrer nicht reden, aber man kann immer anzeigen, wo man hinfährt, indem man blinkt. Und so kann man zumindest dem anderen schon mal einen Hinweis geben, hier, ich fahre die Kurve jetzt außen und blinke dann in dem Fall links bei einer Rechtskurve. Oder ich bremse vor der Kurve und halte mich rechts, dann blinke ich eben rechts. Und so kann man dem anderen ja schon ein paar Hinweise geben, was man tut auf der Strecke. Und das sorgt dann auch dafür, dass es weniger Missverständnisse gibt und Unfälle dann dementsprechend. Genau. Wir können gerne auch noch ein, zwei andere Strecken nehmen, wenn ihr das möchtet. Also, weiß nicht, weil ich gerade Brands Hatch lese, das Server ist übrigens da. Green light, green light. Go, go, go. Das können wir gerne machen. Ich sehe nichts. Okay.
So, dann fahren wir jetzt hier auch einfach nochmal durch und gucken. Wir warten noch schnell auf Stuhl. Dann machen wir hier das ganze Spektakel nochmal. Weil das, bitte? War ich ein bisschen schnell? So, okay. Fahren wir hier mal einmal durch. So, was du halt hier machen kannst, also zum Durchlassen beispielsweise, weil wir es ja am Wochenende auch gesehen haben, nimmst du einfach hier, gehst du beim Rausbeschleunigen, gehst du einfach in den vierten Gang, dauert länger, Schulzen geht vorbei, ich hänge mich hinten ran, hab Windschatten und Feuer frei. Natürlich immer mit Blinker setzen, logischerweise, ne? Hier zum Beispiel könnte, genau, Schulze fährt rüber, geht ein bisschen früher auf den Stift, reiht sich hinter mir ein und kommt durch. So, hier drüben, also hier würde ich sagen, ist Tabu. Also entweder hier, was aber Quatsch ist, weil da verlierst du zu viel Zeit. Boah, kalte Reifen. Hier ist auch, würde ich sagen, Tabu. Da muss der Nächste einfach mal warten. Aber was du hier halt wieder machen kannst, oh Gott, ist das schön im Gegensatz zu 30 Benz. Hier kannst du halt wieder schneller hochschalten. Schulze zieht sie jetzt ran. Oder auch nicht. Ferrari ist einfach. Ja, Ferrari und Monster. Ferrari kommt strong. Aber siehst du, ein bisschen Lupfen. Schulze ist durch. Gehst du ein bisschen früher auf die Bremse. Lässt ihn vorbei. Hängst dich wieder hinten ran. Und dann kannst du das hier, könntest du das theoretisch auch machen. Schaltest wieder ein bisschen. Schaltest ein bisschen hoch. Lässt laufen und dann kannst du hier vorbeilassen. So, jetzt kann ich zum Beispiel Stuhlsen signalisieren, hey, ich fahre links. Und dann gehe ich runter von der Rennlinie. Natürlich ist jetzt scheiße gebremst, aber dann kommt Stuhlsen hier durch. So, und dann kommt hier beispielsweise, wenn wir die lange Gerade haben und du siehst, von hinten kommt einer angeflogen, hängt bei dir im Windschatten, zieht sich ran, dann lässt du ihn hier vorbei. Hier. Nicht da vorne. Hier. Weil die Gerade ist lang genug. Also auch nicht hier so eine Dinger machen oder so. Das ist Quatsch. Ist wirklich Quatsch. Hier sind auf Monza mehr als genug Möglichkeiten, Menschen vorbeizulassen. Hier ist eine lange Gerade. Schikanen und enge Kurven würde ich sowieso generell immer vermeiden beim Durchlassen. Wenn du dich selber, und das sage ich jetzt nochmal, wenn du dich selber dabei unkomfortabel fühlst, dann mach das früher. Also gerade, weil ich immer so Leute sehe, die auf der Rennlinie Leute vorbeilassen. Kann man alles machen, ist aber unnötig. Guck mal, wenn ich jetzt hier raus beschleunige und ich bin langsamer, ich setze den Blinker und ich bin unkomfortabel, dann lasse ich ihn lieber hier vorbei, als wenn ich ihn irgendwo hier vorbeilasse oder in irgendeiner Kurve. Ne? Oder hier, den, also die eine Kurve kann er auch noch warten. Der wird wahrscheinlich dann besser rauskommen. Dann kannst du ihn hier vorbeilassen. Kann er voll raus beschleunigen. Wenn es am Ende nicht reicht, einfach mal ganz kurz lupfen. Mehr nicht. So, alles andere. Da sind wir auch wieder beim Thema blaue Flagge. So. Ich glaube, viele setzen sich dann auch mal zu sehr unter Druck und wollen dann in der Kurve jemanden vorbeilassen, weil da eben eine blaue Flagge ist. Aber es gibt halt auf vielen Strecken, und auch besonders hier Monza mit den engen Schikanen, Stellen, wo man niemanden vorbeilässt. Weil man selber auch dann unendlich viel Zeit verliert. Und das will man ja auch nicht. Genau. Und das ist ja auch nicht das Ziel der Sache. Und deswegen macht es auch nichts, wenn man zum Beispiel Lesmo 1 und 2, da eben, also die zwei Rechtskurven mit der Gerade dazwischen, wenn man die halt ganz normal durchfährt und dann auf der langen Geraden eben lupft, dann verlieren halt beide im Endeffekt am wenigsten Zeit. Also gerade hier, wenn man das jetzt, warte mal kurz, wenn man das jetzt hier sieht, ne? Nehmen wir mal zum Beispiel die Bob von diesem Wochenende. Sagen wir jetzt einfach mal, oder nehmen wir einfach generell, sagen wir mal, da ist ein Porsche, ne? Und der Porsche wäre jetzt, ich bin jetzt der Porsche und Schulzen wäre jetzt der Ferrari. Und man weiß, also weiß man, der Porsche ist theoretisch auf den Geraden nicht so unbedingt der Burner. Der hat aber eine gelbe, der hat hier aber eine blaue Flagge. Dann musst du für dich entscheiden,
also in Sekunden, warum ist denn der eigentlich schneller als ich, logischerweise? Und wo wäre es komfortabel, ihn durchzulassen? Und es sind immer lange Geraden und ganz, 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 ganz große Kurven, wo du wirklich auch mit zwei Mann durch kannst. Und das ist für den Anfang sehr, sehr wichtig und richtig für euch, dass ihr darauf achtet, das dort zu machen. Also fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, weil der kann auch warten für eine Sekunde. Und der kann auch hinten so viel Lichthupe machen, wie er will. Das ist scheißegal. Wenn er einen halben Kilometer weit entfernt ist, ist er einen halben Kilometer weit entfernt. Aber wie ihr gerade gesehen habt, wenn sich Menschen verstehen und miteinander kommunizieren, und das ist halt das Licht, was wir haben, die Blinker, dann ist das super easy. Also wenn du sagst, ich fahre links, du bist auf der Linie, bremst an, lässt ihn durch, hängst dich hinten ran und kannst weiterfahren. Ja, wir machen das mal. Fährst du mal hinter mir her? Ich bleib jetzt mal ganz kurz auf dem Ding stehen. Wir machen das bei der zweiten Schikane, also bei der nächsten. Jo. So, was einige Menschen auch machen, ist folgendes. Ich muss bloß mal gucken, dass der Stuhl nicht dran bleibt. Okay. Ich bin dran. So, und zwar passiert jetzt hier gleich folgendes. Wir nehmen mal den normalen Bremspunkt. Mal gucken, was passiert. So. Das macht man auch nicht. Also, das dürft ihr... Der Gedanke ist zwar ganz, ganz gut, aber wenn ihr zum Beispiel das jetzt in der Form nicht... wenn ihr das in der Form nicht kommuniziert mit den Blinkern, ja, dann der fährt euch hinten drauf. Weil ganz einfach, ihr an dem normalen Standardpunkt, wo es zum Einlenken geht, normalerweise viel schneller sein. Also auch nicht auf der Rennlinie bremsen und denken durchzulassen. Also ohne das zu kommunizieren. Wenn du das mit einem Warn, also mit deinem Blinker kommunizierst, kannst du auch einfach, da kannst du halt auch drauf stehen bleiben. So wie in Busstop zum Beispiel. Also wenn du in Busstop anbremst und du hast aber vorher den Blinker angemacht, weiß der ja, oh, der bleibt ja dran. Das ist ja super. So. Und ich kann rüberfahren. Jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt. Können wir mal kurz zu Start-Ziel fahren? Und jetzt kommen wir mal zu den Leuten, die überholen. Da gibt es auch ein, zwei Dinge, die vielleicht gar nicht so unwichtig sind. Wir fahren jetzt mal kurz zu Start und Ziel. Weil das ist nämlich auch gar nicht so unwichtig. Das ist vielleicht auch gleich mal noch so ein bisschen Basics fürs Fahren. Mann, ist der Bentley langsam. Gegen den Ferrari. Ui. Oh. Dafür existieren keine Kaufs bei mir. Ja, bei mir auch nicht. Ich fahr nur ohne Setup. So, ich fahr jetzt mal dicht hinten drauf. So, und das ist jetzt für den Überholenden. Also, wenn ihr bei jemandem hinten dran seid. Und der lässt euch nicht vorbei. Und ihr, der wirklich der schnellere Fahrer seid, dann passieren oft folgende Dinge. Lass mich mal ein Stückchen näher ran, bitte. Okay, reicht. Kannst. Dreht mal rein. Dann passieren... Voll drauf. Oh. Also dann passieren folgende Dinge. 150er Bremsschild. Okay, scheiße, ich war nicht schnell genug. Normalerweise, was hier passieren will, würde, bleib mal kurz stehen, du würdest halt anbremsen und du würdest ihm voller Esse hinten draufballern. Weil das Auto vor dir an dem Bremspunkt anfängt und dir aber immer noch Windschatten gibt, das heißt, dein Auto hat nicht so viel Anpressdruck, oh, schön, Daumen kaputt gemacht beim Dings hier. Dein Auto hat nicht so viel Anpressdruck und du hast nicht die gleiche Bremsleistung. Das heißt also, auch für Leute, die überholen, was halt eine Möglichkeit wäre, fahr mal kurz ein Stück vor, bitte. Was eine Möglichkeit wäre, noch ein Stück, wenn du anbremst, dass du
nach links oder nach rechts ausziehst, damit du die Bremsleistung hast, dann wieder einscherst. Das mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne, weil das den anderen auch ein bisschen nervös macht. Oder du trittst halt einfach ein paar Mal ein Stückchen weiter nach vorne. Wenn wir jetzt beispielsweise den Bremspunkt, sagen wir mal, hier vorne ist der Bremspunkt bei 150, ne? Und Stuhlsen, sage ich mal, schneller Fahrer, hat aber blaue Flagge, weil es irgendwas passiert, ist das Ananas. Und er will dich jetzt in dem Moment noch nicht vorbeilassen. Dann kannst du auch einfach, entweder gehst du früher von der Bremse. Also wenn er jetzt bei 150 bremst, bremse ich hier ein bisschen. Und dann lupfe ich immer die Bremse, bis ich denke, ich kann jetzt reingehen und kriege die Kurve. Weil es bringt dir nichts, auf denselben Punkt zu bremsen. Kannst du machen und das wird super, 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 super tight. Und mit tight meine ich, da passt eine Zeitung dazwischen und es geht nicht schief. Im Grunde genommen würde ich aber an der Stelle immer empfehlen, ein bisschen weniger Risiko einzugehen. Das heißt also, auch der Überholende muss auf die Leute mit blauer Flagge achten. Das heißt, er sollte darauf achten, ob die Leute ihre Blinker anmachen und dementsprechend handeln. Ich weiß, manche Leute setzen den Blinker falsch, also sie blinken links und fahren nach rechts und wollen halt andeuten, du kannst links überholen. Aber der Blinker bedeutet, wenn ich links blinke, fahre ich nach links und lasse dich rechts vorbei. Wenn ich rechts blinke, fahre ich nach rechts und lasse sie links vorbei. Für den Überholenden sollte es aber auch so sein, dass er den Vordermann nicht in Bredouille bringt. Ich sage es immer wieder, Rennsport ist auch immer noch ein Teamsport. Und du kommst mit deinem, und das sage ich jetzt knallhart, so wie es ist, mit Ego-Geficke kommst du nicht weiter. Wenn du denkst, dass dir deine scheiß Rennlinie gehört, weil blaue Flagge, I don't give a fuck, der Schnellere muss mich überholen, oder andersrum, die müssen sofort ins Gras springen, wenn ich komme, damit funktioniert Rennsport nicht. Weil das verursacht Unfälle. Weil das bei einem von beiden unkomfortable Situationen erzeugt, die irgendwann im Kopf sind. Ob es der Überholende ist, der irgendwann so viel Flashes hinten hat und das Auto so oft hinten dicht im Auto drin hat, dass er nervös wird und die Karre wegschmeißt. Oder andersrum, wenn derjenige, der überholen will, irgendwann so sauer ist, dass er irgendwann reindeift. Und das bringt beiden Parteien überhaupt gar nichts. Und deswegen findet für euch selber, wenn ihr fahrt, eine vernünftige Strategie, wo ihr Menschen sicher durchlassen könnt. Sicher und schnell. Und ihr müsst halt auch an der Stelle, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein bisschen langsamerer Fahrer seid und ihr seid am Struggeln, dann bringt euch das auch was, wenn ein Schnellerer vor euch fährt. Weil ihr könnt euch ein bisschen die Linie abgucken, ihr könnt euch ein bisschen die Bremspunkte abgucken und ihr könnt seinen Windschatten nutzen für eine gewisse Weile. Also fühlt euch davon nicht unter Stress gesetzt. Weil das ist kein Stress. Leute vorbeilassen ist kein Stress. Also Stress wäre es vielleicht, wenn es auf Bratwurst wäre, oben auf dem Berg. Aber dann ist das halt einfach so. Das kannst du nicht ändern. Auf dem Berg ist auf dem Berg und unten ist unten. Wenn du dich oben auf dem Berg komfortabel fühlst, Leute vorbeizulassen, tu es. Wenn nicht, hat er halt Pech gehabt. Dann hat er wirklich Pech gehabt. Es gibt Streckenabschnitte, da geht das einfach nicht. So. Doch auf dem Berg kann man auch überholen. Das geht auch. Jetzt um auf die Frage auf den Aero einzugehen, was Strecken angeht, wo es schwierig ist zu überholen, da ist ja gerade Olden Park ein aktuelles Thema, weil es eben bei LFM läuft. Man muss halt immer als Überrundeter versuchen, ein gutes Mittelmaß zu finden. Also es geht ja, also nochmal die blaue Flagge im GT3-Sport heißt ja nicht, da kommt ein schneller Fahrer, du hast sofort zur Seite zu fahren und ihn sofort vorbeizulassen, wie in der Formel 1, sondern es ist lediglich ein Hinweis. Und dann muss man für sich halt den richtigen Mittelweg finden. Entweder macht man es in dem Fall falsch und lässt den drei Runden hinter sich und lässt den nicht vorbei. Oder man wartet eben bis zu dem Punkt, wie Dizzy gerade schon gesagt hat, wo man sich komfortabel fühlt. Und in der Regel gibt es immer auf jeder Strecke eine lange Gerade zum Beispiel, Start- und Zielgerade. Und da kann man dann eben dann rechts rüberfahren, blinkt rechts, lupft. Und lässt den anderen vorbei. Wenn man sich sonst nicht sicher fühlt, weil die Strecke zu eng ist, wie Walton Park oder zu wellig, was auch immer, dann eben Start und Ziel. Und dann regt der andere, der dahinter herfährt und vielleicht wesentlich mehr Erfahrung hat, der regt sich dann vielleicht die halbe Runde kurz auf
Wenn er dann aber sieht, dass du Startziel rechts blinkst, rechts rüberfährst und den vorbeilässt, dann ist das auch alles gut so. Also man muss immer versuchen, die Mitte da zu finden. Für sich selber. Was halt auch immer eine Möglichkeit ist, den Blinker setzen und früher bremsen. Funktioniert wunderbar, weil die anderen bremsen eh später. Ist auch eine Möglichkeit. Muss man aber für sich erstmal auch lernen, zu wissen, dass man vielleicht früher vom Gas geht und schneller auf die Bremse. Man muss nicht unbedingt die Ideallinie freimachen. Nein, das ist nicht zwingend notwendig. Das ist situationsabhängig. Der Blinker ist ein Gamechanger. Das ist das Allerwichtigste. Ich blinke rechts, ich fahre nach rechts und lasse dich links vorbei. Blinker aus. Ich blinke nach links, du fährst nach rechts, ich fahre nach links und du kannst da vorbei. Und wenn du in der Kurve jemanden vorbeilassen willst, einfach einen Blinker anschmeißen. Hey, ich bleib auf der Ideallinie und fahr rechts und du kannst links innen vorbeigehen. Das funktioniert in jeder Kurve. Solange du als Fahrer, egal ob überholender oder zu überholender, solange du dich damit komfortabel fühlst, ist das alles okay. So, hat noch irgendjemand dazu eine Frage? Jetzt haben wir ja 40 Minuten zu Überrunden gesprochen. Okay. Warum geht mein Monitor jetzt immer aus? Oh oh. Was passiert hier gerade? Ist das nicht der falsche Sitzplatz für einen Bildschirm, der ausgeht? Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Oh oh. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Was ist, wenn der Hintermann viel schneller ist, aber keine blaue Flagge hat? Ja, das ist eben. Rennintelligenz. Ja, da spielt halt auch viel die Erfahrung mit rein. Ich meine, dass mir zum Beispiel, und ich habe ja nur schon ein paar Stunden in solchen Games, fällt das dann auch auf. Also man sieht das ja unten, wie schnell der näher kommt zum Beispiel. Wenn der erst 15 Sekunden weg ist und eine Runde später nur noch 10 Sekunden weg, dann weiß man, der ist schon wesentlich schneller. Man kann sich dann eben auch darauf vorbereiten und entweder kämpft man dann, was ja, wenn der keine blaue Flagge hat, auch dein gutes Recht ist. Oder gerade bei Endurance-Rennen kann man dann auch mal für sich entscheiden, okay, der hat in einer Runde 5 Sekunden aufgeholt. Ich lasse den jetzt mal durch, weil er offensichtlich viel schneller ist und hänge mich hinten dran und versuche mir da dann ein bisschen Geschwindigkeit mitzunehmen. Das ist halt viel, da muss man für sich selber eine Menge Erfahrung sammeln. Das ist eigentlich, also im Sprintrennen würde ich ihn nicht vorbeilassen. Da würde ich verteidigen bis aufs Blut. Weil es ist halt ein Sprintrennen. Ein Sprintrennen machst du nicht so viel Bewegung. In einem Endurance-Rennen würde ich schon immer sagen, wenn der richtig, richtig, richtig schnell ist, lass den vorbei. Wenn es jetzt die letzte Stunde ist oder die letzten zwei und dein Team sagt so, naja, können wir noch halten, würde ich ihn auch nicht vorbeilassen. Aber wenn du bei 10 Stunden merkst, sagen wir einfach mal, Michel wäre hinter mir. Beispielsweise. Michel fährt eine Sekunde schneller pro Runde. Wir verlieren beide durch das Kämpfen mehr Zeit, als dass wir gewinnen würden, wenn jeder seine Pace fahren könnte. Was ist, wenn er sich zurückrunden will? Da ist es auch so ein Ego-Trip von einigen Rennfahrern. Ich persönlich bin immer der Typ, wenn jemand schneller ist als ich, merklich schneller, nicht nur eine Runde oder zwei, sondern ich sehe wirklich, der ballert richtige Zeiten und der hängt hinter mir, dann lasse ich den durch. Weil
ganz ehrlich, was bringt dir das? Dir bringt es einfach nichts. Also sagen wir jetzt einfach mal, Stuhl würde vor Michel fahren oder ich fahre vor Michel. Michel fährt jetzt auf Monza 1,46er Zeiten und ich 1,47 hoch. Und der hat blau. Oder er ist blau. Dann wäre es total schwachsinnig, ihn nicht durchzulassen. Das ist der, da kommt wieder der Punkt, du musst halt auch ein bisschen Intelligenz in den Rennen mitbringen. Du bist nicht alleine auf der Strecke und auch wenn dein Ego vielleicht ein bisschen angekratzt ist, aber du musst auch ein bisschen denken. Du musst halt einfach an der Stelle ein bisschen denken und nicht deinen dicken Penis auspacken und sagen, nö, das mache ich nicht. Weil es ist Quatsch. Aus taktischen Gründen kann man das schon mal machen, aber halt auch nicht ewig, weil menschlich, ich sag's mal so, menschlich gesehen bist du dann schon eine ganz schöne Null. Musst du aber nicht. Müssen tust du gar nichts. Genau. Leben und Leben lassen ist da, Leben und Leben lassen ist da der richtige Punkt. Das stimmt. Ich würde gerne mal darauf eingehen, was Sledge geschrieben hat. Angenommen, Startziel, Ideallinie ist links und ich blinke links, weil ich nicht von der Linie möchte, aber sagen will, er soll mich überholen. Wäre das okay? Ja. Das wäre schon okay, ja. Aber könnte man in dem Fall sicherlich anders lösen. Also die Frage, die ich mir dann stelle, ist zum Beispiel, warum willst du jetzt nicht von der Ideallinie runter? Wenn der jetzt hinter dir die blaue Flagge hat, beziehungsweise du die blaue Flagge hast und der hinter dir ist schneller, spricht einfach nichts dagegen, kurz die Ideallinie zu verlassen. Weil es ist halt immer nur für einen kurzen Moment. Das haben wir übrigens bei, also ich, es ist, du kannst da drauf bleiben. Sledge. Bleib da drauf auf der Linie. Solange du das ankündigst, mit einem Blinker, ist das vollkommen okay. Es spielt keine Geige, auf welcher Seite du Platz machst. Es ist wirklich, also Stuhl ist vielleicht der Typ, der mag die Ideallinie lieber, andere Leute fahren in. Am Ende ist es scheißegal, Hauptsache du setzt einen Blinker. Wo du Platz machst, auf welcher Linie, ist am Ende völlig Rille. Ja, solange du damit komfortabel bist, wenn du jetzt sagst, T1 Monza nach Startziel, boah, du Bagger, da fühle ich mich komfortabel, ich will da Platz machen und du haust den Blinker links drin, schon ein bisschen früher, er weiß das, kann rechts fahren und kann voller Esse rinstechen und weiß, dass du ihm nicht rinfährst, ist das vollkommen in Ordnung. Du kannst aber auch auf der anderen Linie fahren. Was du nicht und das unter Umständen gar nicht tun solltest, ist bremsen und beim Bremsen die Linie wechseln. Niemals solltest du beim Bremsen die Linie wechseln. Never ever. Für das, was du dich entschieden hast, da bleibst du auch. Alles andere ist schwachsinnig. Also wenn du links willst, fahre links. Wenn du rechts willst, fahre rechts. Alles andere, nee. Weil das haben wir ja jetzt auch schon am Wochenende gehabt, zum Beispiel. Moving under braking. Aber das werden wir schon, das werden wir bei Judge Dizzy noch oft genug sehen. Es ist sowieso oftmals, also gerade in Endurance-Rennen, nicht sehr clever, sehr lange zu verteidigen, weil du verlierst zu viel Zeit. In der letzten Stunde okay, in der letzten Stunde mag das okay sein, aber grundsätzlich zu lange verteidigen kostet dich zu viel Zeit. Es kostet dich zu viel Zeit, weil in Endurance-Rennen gewinnst du durch konstante Pace und Fighten entspricht nicht konstant der Pace. Außer du fährst 3 Milliarden Stunden und bist der coolest Motherfucker auf der ganzen Welt. Aber bis du da bist, dauert das eine Weile. Was, wenn ich selber im Positionskampf bin und der Überrundete will vorbei? Was wäre da clever? Auf der Geraden. Das musst du, das ist ganz ehrlich, das ist so ein Ding, da bist du meistens eher am Arsch. Ich sag's dir so, wie es ist. Es gibt oft Dinge, da bist du am Arsch. Und gerade bei Positionskämpfen ist man oft am Arsch. Weil dafür gibt es keine, also dafür gibt es keine Einheitslösung, wo man sagt, okay, ich fahre jetzt rechts und der hinter mir wartet auf mich. Und das nutzt man auch, by the way, ziemlich häufig aus. Das nutzt man, solche Manöver nutzt man taktisch sehr oft aus. Wenn jetzt zum Beispiel, ich würde das sehen,
Ich würde dich überholen, Sledge. Also, wenn du ihn vorbeilässt, würde ich dich überholen. Und das ist so ein taktischer Aspekt, den kriegst du nicht weg. Also, da gibt es keine Einheitslösung. Das ist Situation. Und das ist, also das hängt von der Situation ab. Nicht in der ersten Schikane, in der ersten Runde? Nee. Genau, ein bisschen mitdenken. Man sollte sich in gewissen Situationen immer, also was mir halt immer geholfen hat oder sehr viel hilft, ist darüber nachzudenken. Also auch beim Fahren oder mir Situationen immer nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen und anzusehen, was da passiert ist und sich seine eigenen Fehler einzugestehen und auch die Fehler der anderen und damit dann zu arbeiten. Also ich habe am Anfang übrigens auch unfassbar scheiße Platz gemacht. Ich habe richtig, richtig kacke Platz gemacht. Auch ohne Blinker, in jeder Kurve und super, super scheiße. Und bin immer sofort ins Gras gehüpft und wenn ich vorbei wollte, bin ich immer reingedeift und lauter solche Scheiße. Aber es geht viel einfacher, viel unproblematischer. Blinker setzen, anmelden, mach's da, wo du dich komfortabel fühlst. Der kommt durch, nimm Windschatten mit und abfahrt. Und andersrum genau dasselbe. Der andere muss sich komfortabel fühlen. Du willst keinen Stress aufbauen, weil sonst fährt er dir vielleicht in die Karre, schießt dich ab und dann bist du weg. Ich fahre jetzt, ACC habe ich jetzt, glaube ich, 1000 und ein paar zerquetschte Stunden. So, und das ist das ganze Geheimnis von Blaue Flaggen. Sei nicht so auf deinem Ego-Trip, arbeite mit den anderen Fahrern zusammen. Und das gilt sowohl für Überholenden als auch der zu überrunden ist. Beide sind gleich auf der Strecke. Beide haben das gleiche Recht. Also trifft man sich in der Mitte und dann ist das super easy. Was ist denn das auf der verwegenen Strecke, wie zum Beispiel Ungaroring? Da bleibt für mich zum Beispiel nur Start-Ziel. Können wir uns ja mal angucken. Ungaroring gibt es auch mehr als genug Möglichkeiten, heute durchzulassen. Warte. Ich hoffe, ich schreibe das richtig. Wir können das ja mal anhand so einer ganz engen Strecke machen. Ungaroring ist ein gutes Beispiel. Maus. Ah, hier. Bratwurst ist nicht eng genug. Bratwurst ist offen wie ein Scheuntor zum Platz machen. Das ist gar nicht so schwer. Und Garoring ist da schon schwerer. So. Green light. Go. Und Garoring. Bist du schon drauf? Ja. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Also Startziel, logischerweise, ist auch, kannst du Platz machen. Hier zum Beispiel. Oh, was ist da los, Junge? Nissan! So, in der nächsten Kurve ist genau dasselbe. Also sowohl diese Kurve, Startziel, das hier auch. Kannst du Blinker setzen, bremst an, er geht in die Innenbahn, du fährst ein bisschen weit, hängst dich hinten ran und durch ist er. Easy peasy. Gar kein Problem. Ist wirklich super simpel. Kostet dich nur ein bisschen Zeit. Car on the right. Clear on the right. Hier genau dasselbe. Ich habe eine Katze auf dem Schoß. Hier genau dasselbe. Blinker setzen. Weg, kannst du Blinker setzen, fährst außen, er innen, hängst sie hinten an. Auch super simpel.
Ja, hier muss man bremsen, aber muss man nicht unbedingt. Kannst du hier, fährst du hier, ist also, sollte man das nicht tun. Hier könnte man das vielleicht machen, wenn man will, aber das ist halt schon ein bisschen eng. Vor allen Dingen, weil es so eine Vollgasprobe ist. Und dann kannst du hier zum Beispiel, kannst du auch machen. Kannst du rüberfahren. Da vorne in der Kurve geht das auch, by the way. Stuhl sind bleibt in. Mach Platz, fährst außen rum. Kannst du auch machen. Hier ist genau dasselbe. Blinker setzen. Bleibst auf der äußeren Linie. Machst die innere auf. Er geht durch. Ich fahre hinterher. Vorne ist genau dasselbe in grün. Das geht in jeder Kurve. In jeder Kurve kann man das machen, ohne viel Zeit zu verlieren. So, jetzt hast du Start-Ziel. Jetzt hast du Start-Ziel. Kann ich jetzt hier auch. Ich schalte in 6. Stoßen wird schneller sein. Oder auch nicht. Oder nicht Gas. Aber dann kannst du hier auch Blinker setzen. Stoßen geht in der Innenbahn. Ich hänge mich hinten ran. Und dann fahre ich einfach mit. Super simpel. Der wichtigste Faktor ist einfach, setz den Blinker. Und dann geht das in jeder Kurve. Ohne groß Zeit zu verlieren. Hier, Stoßen macht die Außenbahn auf. Kannst du innen reingehen. Also jetzt hier nicht unbedingt in der Kurve. Hier ist wieder genau dasselbe. Gehst auf die Bremse. Lässt laufen. Schulzen. Fährt durch. Hängst dich ran. Blinker aus. Und fertig. Meinetwegen auch hier, wenn man das möchte. Also meinetwegen auch da. Das geht auch, solange man das kommuniziert. So, aber so geht das für jede Strecke. Also so geht das wirklich für jede Strecke. Du machst die Innenbahn auf und dann geht's los. Warte mal kurz, fahr mal kurz zu dem anderen Ding oben. Welches andere Ding? Hier, genau. Fahr mal kurz bis zum Ende der Kurve. So, jetzt passt mal auf. Jetzt machen wir mal nebenbei noch eine andere Lektion. Okay. Sagen wir einfach mal, fahr mal noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und jetzt bremse. Jetzt sagen wir mal, folgendes Szenario trifft hier ein. Beide kommen so auf die Kurve zu. Beide. Dann hast du kein Anrecht auf die Ideallinie, by the way. Also Anrecht im Sinne von, du bist jetzt der König und du kannst da vorne reinziehen. Ist nicht. Du solltest so viel Übersicht haben, dass man sich beiden genug Platz lässt. Lass mal weiterfahren. So, weil wenn jetzt nämlich, sagen wir mal, Schulze fahren mal Ideallinie. Sagen wir mal, Schulze fährt jetzt Ideallinie, stopp. Dann würden wir voller Esse ineinander reinknallen. Und das ist immer nicht clever. Und das führt zu sehr, sehr vielen Reports. Und dafür ist nämlich, by the way, auch das Überrunden und Überrunden lassen ein gutes Training, dass man Menschen lernt, Platz zu lassen. Weil es geht auch, du kannst auch zu zweit durch die Kurve fahren. Das geht auch. Aber wenn du jetzt beispielsweise verteidigen willst, dann lass die Tür nicht offen. So, lass mal noch einmal weiterfahren zur nächsten Kurve. Und was ich mit Tür offen meine, und das ist das, was beim Dings kommt, du fährst so an, wie Stuhlsen jetzt, oder du fährst in der Innenbahn. Wenn du halt in der Innenbahn fährst, machst du die Tür halt zu. Und das ist so ein Ding, das habe ich zum Beispiel durch Überrunden gelernt, dass, wenn ich die Tür auflasse, sagen wir mal, meine Lieblingskurve ist die folgende. Warte mal, komm mal kurz mit. Das ist immer meine allerliebste Kurve, gerade auf dem Ungaro-Ring mit dem Ferrari, weil da der Ferrari übel stark ist. Schnellen Dings hier.
Nach der schnellen Probe. Oh Leute, wir sind... Ich bin 333, 333 gefahren. So, jetzt machen wir mal hier das Beispiel. Fahr mal kurz Ideallinie an, also von links. Und bremst mal, bremst mal. Und Leute fahren so die Kurve an. Und du hast jetzt hinter dir jemanden, der schneller ist. Also zum Beispiel ich. Also an der Stelle ist mir das oft passiert. Und du fährst da an. Du lässt halt die fucking Tür offen bis nach sonst wo. Das heißt also, wenn Stuhlsen jetzt Ideallinie fahren würde, fahr mal weiter. Und ich würde Trailbreaken. Fahr mal richtig Ideallinie. Dann würden wir uns hier treffen. Und das ist aber nur, weil die Leute die Tür auflassen. Wenn du die Tür auflässt beim Anbremsen und du hast jemanden dicht hinter dir, rundenlang, dann mach die scheiß Tür zu. Weil du öffnest damit die Möglichkeit, dass er da reingehen kann. Und ich rede hier nicht von Dive-Bombs, sondern Menschen haben unterschiedliche Bremspunkte. Und hier ist das beste Beispiel dafür, dass die Leute die Kurve super weit außen anfahren, um den meisten Schwung mitzukriegen, aber der Ferrari von der Bremsleistung her halt auch einfach innen lang fahren kann und du den hier quasi an der Kurve hochschleifen kannst. So, also wenn du sowas merkst und du dann auch an der Stelle, weil das ist ja im Grunde genommen ein und dasselbe, also ein und dasselbe im Sinne von überrunden und überrunden werden und überholen, wenn du das siehst und merkst, dann verteidige das Ding. Also mach das zu. Wenn du wirklich siehst, dass jemand in dieser Kurve immer zu dir nah rankommt und du siehst, dass er später bremsen kann und du siehst wirklich, dass er sich da jedes Mal anzieht, zu. Mach die Hütte einfach dicht, weil du ihm sonst die Möglichkeit dazu gibst. Ich glaube, die Kurve ist ein schlechtes Beispiel dafür, weil man die meisten Autos halt, wie du schon gesagt hast, eben so einen späten Apex hat und die Tür, auch wenn es so aussieht, da nicht immer gleich offen ist. Also man fährt halt, man sticht halt nur viel später rein. Für mich ist sie immer offen. Ich gehe da immer voller Esse rein. Ja, weil ich fahre die Kurve halt Reporte an. Dafür. Bitte? Deswegen musst du auch Reporte dafür und kriegst Strafpunkte. Ja. Bezogen auf den McLaren? Weil ja. Bei dem McLaren habe ich auch... für dich? Bei dem McLaren habe ich auch einen Fehler gemacht. Ja, genau. Das meine ich ja. Die Tür ist halt nicht immer gleich offen. Das sah für dich zwar so aus, weil du dir dachtest, ja, ich kann auch spät bremsen mit dem Ferrari, aber der McLaren in dem Fall... Nee, da war die Tür nicht... Halt einfach den nee, da war die Tür nicht offen. Da war die Tür nicht offen, weil aus dem ganz einfachen Grund war sie da nicht offen, weil ich persönlich zwar später bremsen kann, aber mein Abstand zu groß war. Mein Abstand war zu groß und ich wäre nicht vor dem Apex neben ihn gekommen. Und deswegen ja. Habe ich einen Fehler gemacht. Das ist auch so eine Einschätzung an der Stelle. Das ist ja eben das, was ich sage, wenn du merkst, dass er immer dicht dran ist. Also nicht, wenn der halt einen halben Kilometer weit weg ist. Aber wenn du merkst, dass er immer dran ist, musst du halt auch irgendwann die Tür dicht machen. Deswegen habe ich das auch extra eben gerade so gesagt, weil das Beispiel, für das ich reported wurde, habe ich die Situation falsch eingeschätzt und bin ihm reingefahren, obwohl er schon am Apex war. Also ich wäre um die Kurve wäre ich rumgekommen, aber ich habe sein Tempo verschätzt. Du hast ja auch die Michel hängt sich schon wieder rein wie so ein Teebeutel hier. Ach Mann, Michel, wir haben gerade alles über, nicht mitbekommen. Wir haben über Runden gesprochen und wo ich Leute vorbeilasse. Wir reden hier nicht überholen. Das war nur ein Nebenprodukt. Über Überholen und so ein Käse, da reden wir ein andermal drüber. So. Hat jetzt noch irgendjemand eine Frage? An der Stelle. Also Überholen ist ein anderes Thema. Das war jetzt nur ein Nebenprodukt. Beim anderen erklärst du dann noch die Tür? Was ich mit Tür zu meinen? Ja, natürlich. Also wenn jetzt noch jemand zu Überrundung oder blaue Flagge oder wie soll ich mich wie, wann, wo verhalten oder so allgemein, dann könnt ihr das jetzt noch fragen. Ansonsten würde ich sagen, machen wir das, machen wir dann einen Cut. Disposable Rhino, dann guck dir nochmal den Zusammenschnitt bei YouTube dann an.
Was, wenn einer trotz blauer Flagge hart verteidigt? Tja, was willst du machen? Entweder jietest du ihn weg oder du guckst, dass du ihn safe überholen kannst. Mehr bleibt dir nicht übrig. Also mehr als Lichthupe machen und dich ankündigen, geht nicht. Oder du reportest das bei der Regel. Das geht auch. In dem Fall sollte man das wahrscheinlich reporten, ja. Aber man kann natürlich auch, auch wenn das jetzt zumindest bei mir nicht immer gerne gesehen ist, so viel Druck aufbauen und den anderen dann in Fehler zwängen. Aber gut, muss man halt für sich entscheiden, ob man das möchte. Was mache ich dann, Daniels? Ja, Daniels, danke für 48. Hat Lichthupe nur diese Bedeutung, dass man überrundet? Ja, eigentlich schon. Aber manche Fahrer, die sich kennen, grüßen sich auch so. Und Warnblinkanlage ist danke. Und dann, weiß nicht, Lichthupe bitte auch. Man kann sie halt mit der Lichthupe auch gerade, wenn der vor dir die blaue Flagge hat, ankündigen einfach. Genau. Und das muss man ja nicht erst machen, wenn man 2 Zentimeter hinter dem ist, sondern das kann man ja auf der Geraden, auch wenn man schon 5 Fahrzeuglängen weg ist, kann man sich das dadurch ankündigen. Genau. Man sollte als Fahrer halt auch das, seine Umgebung im Blick haben. Ist wie im realen Leben. Rückspiegel, alles. Rückspiegel, Zeiten, alles immer mal so mit dem Auge abchecken. Weil je mehr du über deine Umgebung weißt, desto besser kommst du durch den Verkehr. Meine Luftdrücke stimmen nicht, ja, deswegen fährt sich das Auto auch scheiße. Grüße an den besonderen Zuschauer. Ab wann ist man bereit, an Rennen, wie ihr sie fahrt, teilzunehmen? Personenabhängig. Das ist vollkommen, also es ist abhängig davon, wie du dich halt fühlst. Wenn du sagst, ey, ich fühle mich ready, dann los. Aber am Ende des Tages lernst du nur durch Rennfahren. Also du kannst so viel trainieren, wie du willst. Du lernst es nur im Rennen. Du lernst jede Situation im Rennen. Du kannst wirklich, du kannst tausende Stunden eine Strecke gefahren sein und das trainiert haben und im Rennen trotzdem total verkacken, weil ein Rennfahren immer noch was anderes ist. Rennen ist eine andere Pace. Also da hat nichts mit deiner Trainingspace zu tun. Aufgeregtheit, Überrundung, Überholung, Länge, Distanz. Das musst du alles für dich selber entscheiden. Also die Basics, wie überrunden lassen, die sollte man beherrschen. Ey, wirklich, alles andere ist wirklich scheißegal. Also alles andere ist wirklich scheißegal. Aber das Fahren mit anderen, überrunden lassen und wie weit du gehen kannst, das solltest du beherrschen. Weil wenn du jetzt jemanden, wir hatten auch auf einem McLaren auf P3, also vor uns, der hat uns halt auch weggeheatet. Der war zwar schnell, aber ihm fehlt ein bisschen Wissen. Sagen wir es mal so. Und dafür gibt es halt, der eine fährt super gut am Anfang und ist schnell drin, andere brauchen halt ein bisschen länger. Schaso, indem du deinen Pfoff einfach ins Unermessliche drehst. Also was man halt zum Training zum Beispiel am Anfang auch empfehlen kann, ist Tandemfahren. Also, wenn du mit deinem Danke Kumpel oder für euren Support Berliner und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus. Innen fährst, dass ihr gemeinsam fahrt. Zum Beispiel. Das hilft auch, dass man also Tandem fahren, damit man sich so ein bisschen auch mit Verkehr eingrooven kann. Wie weit kann man gehen, wie weit nicht. Aber das sind alles irgendwann mal spätere Lektionen. Wir wollten uns heute eigentlich nur über blaue Flaggen unterhalten. Hans Benger, moinsen. Und Dankeschön für 75. So, jetzt ist die Frage, Chat. Habt ihr einen Wunsch, was wir in der nächsten Episode machen? Das wird hier relativ kurz gehalten.
Also eine Stunde ist schon. Eine Stunde ist ja doch schon relativ lang, aber. Was hättet ihr denn so gerne als nächstes Thema? Verhalten in der ersten Kurve nach dem Start. Okay. Fahren ohne Ideallinie. Strecken sinnvoll lernen. Das ist doch. Oh! Das sind doch gute Basics eigentlich. Strecken sinnvoll lernen, das könnte man mit Bremsen und Trailbreaking verbinden. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Romschka, dankeschön für 6. Richtiger Umgang mit Blähung im Fahrstuhl. Okay. Ja, dann lasst uns doch nächste Woche Chat Fahrschule Theoriekapitel. Wie lerne ich eine Strecke richtig? Mit Unterpunkten vielleicht Bremsen, Trailbreaken, Anbremsen und solche Dinge. Und so die Kleinigkeiten. So die Kleinigkeiten, die man da so braucht. Gewichtsverlagerung und sowas alles. Was haltet ihr davon? Nächste Woche, Dienstag geht leider nicht, Chat, weil Dienstag ist Judge Dizzy. Dann würde ich sagen, schieben wir einfach die Fahrschule auf den Donnerstag. Dann machen wir Donnerstag um 17 Uhr wieder, nächste Woche Fahrschule. Mit vielleicht Stuhlsen und mir. Und dann, wie lerne ich eine Strecke richtig? Oder was heißt richtig? Wie lerne ich eine Strecke herangehensweise, so wie ich sie lerne? Und dann gehen wir noch ein bisschen auf Bremsen, Trailbreaken und Linienführung und sowas alles ein. Weil, also, ich mag das ja gar nicht sagen, aber nicht jeder fährt dieselbe Linie. Also nicht unbedingt, nicht zwingend überall. Ja, geil. Dann machen wir das so. Judge Dizzy ist nächste Woche am Dienstag, ja. Ich habe jetzt Zugang zu den Videos von den Reports von LFM. Und ab nächste Woche geht's los. Ich habe mir gestern eine Robe, eine Perücke und einen Hammer bestellt. Das heißt, wir gehen nächste Woche gehen wir voll rein. Mit Judge Dizzy. Und dann werden wir uns die Reports von LFM ansehen. Ja, diese Trainingsserie oder Führerschein oder wie auch immer wir das nennen wollen, machen wir, kommt bei YouTube drauf, ja. Genau. So, das war über Runden. Gar nicht so schwer, oder? Eigentlich? Ist ziemlich simpel, oder? Zum Schluss hat alles mit der Erfahrung zu tun, es ist Learning by Doing. Aber wenn man so die Grundsachen beachtet mit dem Blinken und mit dem Kommunizieren auf der Strecke, dann klappt das eigentlich in der Regel ganz gut. Genau. Super, super simpel. Also es ist kein Hexenwerk. Blinker setzen, rüberfahren, vorbeilassen, fertig. Ja, da freue ich mich da auf jeden Fall auf das nächste Thema dann. Ja, ich mich auch. Stulten, es war schön. Danke, dass du da warst heute zum Helfen. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Können wir einmal bitte einen großen Applaus für Stulten machen? Mod und super Teamchef von Yeet. Neuerdings auch Fahrschullehrer.
Einmal klappen bitte. Danke, schön. Einmal clappy clap. Danke, danke. Dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens dann zum nächsten Mal. Ja, ich glaube, wir beide hören uns dann auch noch mal früher, denke ich. Ja, denke ich auch. Ja. Na dann, tschüss. Tschüss.